So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's euer Daudinato und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Death Stranding. Hier auf meinem wunderschönen Channelchen. Ich glaube, wir haben ein paar E-Mails erhalten. Wir sind hier an Lost Lake City. Lost Lake Not City. Wir können uns mal die Figuren ansehen, da hat sich auch was wieder geändert. Oh yeah. Dieses Biest, das wir da platt gemacht haben. Und noch mehr GDs. Schä. So, wir haben ein paar E-Mails bekommen. Die können wir natürlich auch mal gerade mal lesen. Ah, und wir können ja jetzt mit Fragile im Prinzip reisen. Flix. Flix. Schnell. Lieber Sam, wie läuft es denn so? Du bist immer noch unterwegs nach Westen. Wir drücken dir die Daumen. Wir gehörten zur zweiten Gruppe. Deshalb haben wir Amelie nicht persönlich kennengelernt. Von Zeit zu Zeit. Ach, ich habe eigentlich gar nicht so Bock, das alles so durchzulesen. Das ist alles so ein bisschen... ich weiß schon, auf was dieses ganze Spiel auch so ein bisschen aufbaut. Ich bin nur auf die Likes scharf. So, gucken mal auf den Tisch. Da steht auch was Neues rum. Ah. Andere Spieler, habt ihr das gesehen? Es gibt ein paar Spieler, die sind höchst zufrieden mit mir. Ah, cool. Hau mal rein, Bro. Ist mal ein paar von den Kryptos. Ich bin nicht so der Fan davon, gell? Kryptobioten. Nee, der ist irgendwie nicht so geil drauf. Kryptobiot wird verdaut. Dauert ein bisschen, oder was? So, wir können mal nach BB gucken. Ist müde. Ist auch nicht so glücklich. Sieht irgendwie nicht so glücklich aus, aber steht jetzt noch da. BB sieht glücklich aus. Was können wir denn da noch so schönes zaubern? Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal noch die Toilette benutzen. Wir müssen uns ja, glaube ich, mit Fragile gleich treffen. Ich gucke gleich nochmal die Quest so an. Was denn so questmäßig da natürlich abgeht. Plopp. Die Hexgranate Typ 2. Gibt extra eine Granate dafür. Die ganzen GDs mit Scheiße bewerfen, das ist natürlich auch immer wieder geiler Scheiß. Gucken wir uns jetzt mal im Terminal an, da kann ich die Quests angucken. So. Ah ja, ich habe noch ein paar. Lake Not City, ja, okay. Oder war dem... Ah, scheiße. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt gerade mal kurz noch raus und dann können wir immer noch in den privaten Raum wieder zurückgeben, wenn wir was anderes machen müssen. Ah ja, genau, verbinden wir uns gerade wieder. Dann kommt wieder ein kleiner Backflash. Baby. Baby. Das haben wir schon gesehen. Hörst du mich? Hörst du mich? Hier ist Papa. Das haben wir schon gesehen. Ah ja, ich hab hier noch einen Haufen Gepäck, Mann. Sam, benutze das Lieferterminal in Lakeland. Sam, ja. Zur Erinnerung, dein aktuelles Ziel besteht darin, das chirale Netzwerk von Lakeland City nach South North City auszuweiten. Dafür wirst du Prepper Bunker als Wegposten nutzen müssen. Und das wird nicht einfach. Fragile hat versucht, einige an Bord zu holen, aber du kennst die Prepper. Es sind einige, die nichts mit den UCA zu schaffen haben wollen. Also müssen sie begreifen, dass sie von uns profitieren können. Finde heraus, was sie brauchen und was wir haben. Dann liefere es. Wenn du das tust, stoßen sie vielleicht zu uns. So eine Art Servicevertrag, ne? Alles klar. An die Arbeit. Am Terminal findest du die Aufträge. Ich habe ja auch einen Haufen
einen Haufen Likes noch bekommen und viele sind eigentlich zufrieden mit mir. Das fand ich eigentlich richtig geil. Aufträge für Sam. Okay. Brauchen wir die Prepper? Ich hab noch einen Haufen Scheiße auf meinem Rücken. Ein leerer Behälter. Damit könnte... Warte mal. Ich spiel es nochmal ab. Ich muss mal wissen, was das gerade geht. Ein leerer Behälter, der mit falscher ID gekennzeichnet ist. Ein Frachtköder. Damit könnte man Leute täuschen, die es auf Lieferungen anderer Leute abgesehen haben. Ah. Bringt das was? Ich würde gern einfach mal nur gucken, was ich eigentlich auf dem Buckel habe. Wie kriegt man das denn raus? Weil ihr seht ja, ich habe ja einen Haufen Zeug auf dem Buckel. Und wenn ich dann jetzt noch mehr aufnehme, dann ist irgendwann mal Finish, oder? Würde ich mal sagen. Und ich kann aber hier nichts liefern. Aber ich kann recyceln. Ja, das zum Beispiel. Keramik. Ja, guckt euch mal das an, was ich alles da auf dem Buckel hab, Mann. Das ist alles unnötiger Schrott eigentlich. Ein Haufen Blutgranaten. Blutbeutel. Klar, das wiegt alles nix, aber das schadet meinem Gleichgewichtssinn, würde ich mal sagen, ne? Ja, ist gut. Gut, gut, ist gut, ist gut. So, jetzt, warte mal, jetzt gucke ich mal den privaten Spind an. Und da kann ich dann eigentlich auch mal so ein bisschen was ablegen, würde ich mal sagen. Also das hier auf jeden Fall. Den privaten Spind legen. Was habe ich da noch, Alter? Mein Blutbeutel noch in den privaten Spind legen. Was ist das? Kletterverankerung. Ja, okay, die kann man immer mal wieder gebrauchen. Da habe ich Blutgranaten, Blutbeutel, Blutgranaten. Ich glaube, ich lege nochmal zwei Blutgranaten ab. Behälter, Reparaturspray. Eine Leiter kann man halt auch immer gebrauchen. TCKs auch. Ich habe noch Stiefel. Ah ja. Blutgranate habe ich sogar da noch. Eine. Ah, warte. Genau, ich muss noch bestätigen. So, gut. Dann würde ich mal sagen, fangen wir die erste Quest an. Wir nehmen gerade das erste, was in der Nähe ist. Oder eigentlich... Dieser Auftrag ist etwas ungewöhnlich. Sieh dir mal die Eckpunkte in der Übersicht an. Ah, es ist ungewöhnlich. Der Ingenieur, empfindliche Fracht. Weniger als 50% Schaden. Diese Haltbarkeit dieser Fracht ist gering und lässt sich sehr leicht zerstören. Versuche Erschütterungen und Stöße zu vermeiden. Okay. Ja, dann probieren wir es halt mal, ne? Ich brauche nichts mehr. Ich habe eigentlich alles. Jo, auf den Rücken bitte. Abbrechen, bestätigen muss ich noch. So, mal gucken, ob ich das gut und sicher transportieren kann. Vielen Dank für deinen Beitrag. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. Bitte dranbleiben. Immer schön liken hier. Du durchquerst Mule-Territorium. Beweg dich schnell und leise. Denn wenn sie dich sehen, dich kriegen,
Kaum zu glauben, dass ihre Eltern Boten waren wie du, die Leib und Leben riskiert haben, um unser Land zusammenzuhalten. Und jetzt führen ihre missratenen Kinder ihr Werk fort, ohne dessen frühere Bedeutung zu verstehen. Für sie ist die Auslieferung ein Ritual. Ich hätte gerne eine unstillbare Sucht. Und ihre nächste Bike Dosis oder sowas holen sie sich bei dir. Okay, sind die so krass drauf, Mann? Der Ingenieur. Okay, was haben wir denn da? Ein Online-Generator? Ein Online-Wachturm? Ein Online-Briefkasten? Ich würde sagen, wir gehen da schön an der Küste so entlang. So. Na, warte. Wie geht das nochmal? So, hier. So, hier. Zu dem Punkt hier. Und dann darüber. Ich will nicht aber wissen, wie steil das ist. Ehrlich gesagt wäre mir sogar ein Ding lieber. Was ist das? Ah. Kann ich da jetzt durchlaufen? Access denied. Do not enter. Ich hätte halt viel lieber gern wieder so ein Motorrad. Wo habe ich denn... ich glaube, das habe ich bei der letzten... Ja, das habe ich im anderen Hafen halt stehen lassen, ne? Im Hafen stehen lassen. Was wollte ich machen? Ah, ich wollte... warte mal, wie geht das nochmal? Nein. Auch nicht. Ah, ja, ich weiß es wieder so. Und dann kann ich ein Schild aufstellen. So ein viel Glücksschild oder sowas, keine Ahnung. Vielleicht gibt es das ja. Das geht auch. Ah, guck dir die Wichser an. Da hat einfach mal einer hingepisst hier. Und zwar richtig viel, so wie das aussieht. Was haben sie gesagt? Das führt durch Mule-Gebiet. Hier gibt's Energy. Aber ich habe gar kein Bike. Wo muss ich denn jetzt eigentlich nochmal hin? Ah doch, ich bin eigentlich richtig. So ziemlich richtig. Ist ein bisschen... Oh. Mule-Gebiet, seht ihr das? Vorne laufen sie nämlich auch schon. Ah, da geht der Weg lang. Warte mal, ich könnte mal... Ah, die schmeckt mich schon. Mal irgendwie versuchen, die zu umgehen oder so. Da ist einer. Ah, da sind voll viele, Alter. Aber das mache ich. Schlag den jetzt. Ah, das ist schon kaputt. Thank you.
Sau. Schilt mal eure Base, Leute. Musste ich da jetzt direkt durch so ein Mule-Lager, ne? Ah, das ist aber ein ganz kurzer Sensor, so wie das aussieht. Ja, ich finde es schon ein bisschen schade, dass man da nicht schießen kann oder so. Wozu? Wollt ihr mal kurz chillen? Immer schön am Fluss entlang. Ah, mich hat einer entdeckt. Mehrere sogar. Chillt mal eure Base. Ich glaube, hier könnten wir etwas Gutes tun und zum Beispiel eine Leiter drüber machen, hä? Was haben wir denn da so Schönes? Da eine Leiter, hä? Ich hoffe, die Fracht ist nicht beschädigt. Sie geht anscheinend sehr schnell kaputt. Ich hoffe, ich habe sie jetzt nicht zu sehr am Arsch gemacht. Wird man jetzt gleich erfahren. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. Fragile Express ID verifiziert. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Ziehst durchs Land und versuchst, Menschen zu verbinden. Ich weiß die Lieferung zu schätzen. Echt. Die Zeiten ohne Lieferungen von Fragile Express waren hart. Lass mich die Fracht ansehen. Ist ja kaputt. Ha. Wow. Du hast echt gut darauf aufgepasst. Ich gebe Bridges Bescheid, wie die Tests laufen. Danke nochmal. Ah, nur 6% Schaden. Gut. Guck dir den Scheiß an, was ich gelaufen bin. Aber genau so war es geplant eigentlich. Sehr gut.
Oh, cool. Also sogar Boni oben drauf, Mann. Du musst da etwas wissen. Es geht um Fragile. Vielleicht hast du gehört, dass sie Terroristen unterstützt hat. Dass ihr egal war, wer verletzt wurde. Aber das ist Schwachsinn, sage ich dir. Sie und ihre Leute haben ihr Leben riskiert, um uns zu überliefern. Sie ist durch und durch eine Heldin. Hör mal, ich wurde in diesem Bunker geboren. Ich kenne nur die Welt innerhalb dieser Mauern. Wenn die Leute also über Amerika reden, was soll ich mir darunter vorstellen? Aber vielleicht bringt mich dieser Cupid Amerika ja näher. Also ja, ich will den UCR beitreten. Ich will sehen, was ich verpasst habe. Ging ja easy, oder? Ah, das sind mehrere Bereiche, die ich im Prinzip so einnehmen muss. Neuer Strang geknüpft. Der Ingenieur hat hier einen Fertigungsdaten für Folgendes verfügbar gestellt. Ein Kraftskelett, cool, Stufe 1. Und eine Rauchgranate. Oh, toll. Und damit ist mein 3D-Drucker ab sofort auch ein Chiraler-Drucker. Wenn sie funktioniert, sollte die Evo-Devo-Einheit alle möglichen archivierten Gegenstände drucken können. Wir können Amerika Schritt für Schritt wieder aufbauen. Bis dahin kann ich mir im Netzwerk ansehen, was in den Städten los ist und Mule- und Terroraktivitäten verfolgen. Es ist, als ob du mir in diesem Paket die Welt geliefert hättest. Vielen Dank, Sam. Lass uns wieder Geschäfte machen. Oh, stimmt. Ich hab da was Kleines. Könntest du das mal auf Herz und Nieren testen? Eine selbstentwickelte Hilfseinheit. In den Simulationen läuft sie einwandfrei, aber sie muss im Feld getestet werden. Und wenn sie dir das Leben leichter macht, umso besser. Kraftskelett. Sam, Aktivskelette legt man an den Beinen an. Sie verbessern die körperlichen Fähigkeiten. Was du da hast, ist dein tragendes AS, das deine Gelenke unterstützen soll. Es ist immer hilfreich, ein AS zu tragen. Aber du kannst es auch boosten, um es auszureizen. Geh mal ein paar Schritte damit. Du wirst nicht enttäuscht sein. Hä? Automatisch anordnen. Okay. Kann ich das jetzt nicht einfach so anziehen, sondern wird es irgendwie... Kraftskelett? Herzlichen Dank. Ne? Komm bald wieder. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Halt, stopp! Ja, die kann ich jetzt selber herstellen. Warte mal, das hier. In Lager. Wacht ablegen und ausrüsten. Okay. Ah, jetzt hab ich's. Cool. Machen wir so. So, das ist doch schon besser, oder? Hat der auch Aufträge für mich? Standardaufträge. Ah, okay. Da wir... die haben aber ein breites Zentrum da. Nimm ich gerade mit, Kamerad. Weil ich muss eh... Ich muss ja eh dadurch, ne? So. Ah, ich kann es bis zu 250 Kilogramm tragen. Praktisch. Auftrag zugewiesen. Halt, stopp, was ist das? Gut, einen Prepper-Wegposten hätten wir. Noch zwei.
zum nächsten Mal. Yo, ich komm wieder, mein Freund. Sam, du kannst jetzt Verbesserungsanfragen für Konstruktionen einreichen. Wenn du eine sehr oft benutzt, solltest du auf jeden Fall darüber nachdenken. Okay. So, wir haben 25 Minuten auf dem Tacho. Ich will es jetzt nicht zu lange machen. Wir müssen dann eh zurück und dann nehmen wir den nächsten Auftrag an. Und das machen wir dann in der nächsten Folge alles. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Leute, hoffentlich hat es euch gefallen. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder reinschneit. Bis dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, einen schönen Tag, eine gute Nacht. Haut rein, bis zum nächsten Mal.